Eine weitere schöne Umrandung von Häkelarbeiten sind die Mäusezähnchen, auch Picots genannt. Es gibt mehrere Arten von Mäusezähnchen. Die hier gezeigten Maschen sind meine Lieblingsmäusezähnchen. Es beginnt mit drei Luftmaschen. In die erste dieser Luftmaschen häkelt ihr eine feste Masche. Nun eine Masche der Vorreihe überspringen und eine Kettmasche in die darauf folgende Masche häkeln. Dafür einfach durch die Masche der Vorreihe einen Faden holen und diesen direkt durch die Schlaufe auf dem Häkel ziehen. Wieder drei Luftmaschen, eine feste Masche in die erste Luftmasche und mit einer Kettmasche in die übernächste Masche der Vorreihe das Mäusezähnchen abschließen. Mäusezähnchen sind nur ein dekorativer Abschluss. Sie bieten keine weitere Stabilität. Dafür sind die Krebsmaschen besser geeignet. Ich häkel Mäusezähnchen gerne in einer etwas feineren Wollstärke. Das Farbenmix-Team wünscht euch viel Spaß bei unseren weiteren Videos. Besucht auch unsere Fotoanleitungen auf www.farbenmix.de.